Hallo, meine guten Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda A Link to the Majora's Mask Ocarina of Time. Und ihr wisst schon, diese Lache, das war nicht Kalix. Nein, ich habe noch jemanden mit im Schlepptau, besser gesagt einen neuen im Schlepptau. Stell dich mal bitte vor. Entschuldigung. Nein! Spoilers! Okay, ja. Oh mein Gott, das wollte ich euch nur jetzt zeigen. Nein, das geht schon mal gut los. Okay, nochmal. Ja, ich bin Keiji alias Lenkagamin 3 und bin eigentlich nicht als Let's Player zuständig oder sonstiges, sondern bin eher ein Dubber. Ja, er ist quasi meine... Es geht schon mal gut los, es wird schon hässlich. Man merkt. Oh, Bruder, was ich sagen wollte, Keiji darf meine moralische Unterstützung sein heute. In diesem Part. Mal gucken, wie lange er es mit mir aushält. Mal gucken. Ja, gucken wir mal. Das kenne ich. Da weiß ich noch, was ich tun musste. Apropos okay. tun müssen, Leute. Leute, nach dem letzten Part habt ihr ja gemerkt, ich war total orientierungslos. Aber ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich habe offscreen ein bisschen nachgeblättert und so. Nein, ich habe Google nicht verwendet. Nein, ich... Na, cheaten ist es erst, wenn ich einen Guide... Ich will das Herz haben. Ach, leck mich Herz. Nein, kannst natürlich auch gucken, aber das Spiel an sich ist eigentlich ein ganz leichtes Spiel. Sag's nicht mir, bitte. Okay, ich muss dazu sagen, ich bin mit Mario, Zelda, so sonstigen Nintendo-Kram bin ich groß geworden, also... Ich eigentlich auch. Umso schlimmer ist es, wie ich mich gerade da anstelle, aber... Ich habe nie Zelda gespielt, muss ich sagen. Mein erstes Zelda, ich sag's ganz offen, war Wind Waker. Okay. Ich habe ansonsten kein Zelda-Teil angefasst. Okay, danach ab Wind Waker schon, da hat's dann... Dann ist es dann mit Skyward Sword, lass mich mal überlegen noch, Twilight Princess weitergegangen. Mhm. Das Lustige war diese komische Reihenfolge, die ich immer hatte. Erstmal habe ich das auf N64 gespielt, also Ocarina of Time. Ja. Dann kam später auf Super Nintendo A Link to the Past, was du ja gerade spielst. Jawohl. Dann kam irgendwann Majora's Mask, war auch ganz komisch, das Spiel, aber ich mochte es wegen... der Mond. Allgemein wegen der Nebenquest. Von dem Mond hatte ich immer Albträume bekommen, aber nebensächlich. Dann kam The Wind Waker. Genau. Mit der limitierten Auflage, wo man Ocarina of Time in 30 Bilder pro Sekunde spielen konnte, also 60 Master Quest. Ja, auch, so, habe ich auch. Und jetzt pass auf, Leute. Da ist eine Wand. Und schau mal, was sie mit der Wand machen kann. Ich kann sie aufbomben. Nose! Oh mein Gott! What the fuck? Es ist Magic. It's Magic. Oh Gott. Oh, das wird eine Aufnahme. Ich sehe es jetzt schon kommen. Zwei gestörte spielen, oder besser gesagt, ich spiele Zelda und noch einer, der ungefähr so drauf ist wie Hisame dabei. Das kann lustig werden. So, okay, vor diesen Dingern. Das ist ganz leicht. Ja, wenn ich nicht zu fehlen würde. Oh, so ist es richtig. Brav, ja. Brav, Mike. Brav. Ja, das war offscreen schon mal, hat schon mal nicht so funktioniert. Hm. So, ja, ich will meine Pfeile. Du kommst. Die Grün, ne? Ich will mein Laserschwert am liebsten wieder haben. Genau. Oh, ein Herz, ich bin froh. Oh, und ein Pfeil auch noch. Warum bin ich so froh? What the fuck? Oh, Leute, das wird jetzt wahrscheinlich die trippigste Aufnahme ever. Juhu! Ah, ich hab. Ha. Oh mein Gott, das ist auch besser gelaufen als offscreen. Wow. Okay, diese Quallen sind nervig, das weiß ich noch. Ja, vorsichtig, die können auch machen. Ja, ich sehe gerade, die spielen gerade Vibrator. Na, ohne Scheiß. Ich glaube, mit solchen Dingern könntest du einen Vibrator betreiben. Alter, nein, lass es halt. Du weißt an wen. Oh. Ja, an Zelda natürlich. Nein, allein das zweideutige Denken, du weißt, wen ich mein. Ach ja. Oh, ich habe die Karte gefunden. Ironischerweise habe ich zuvor den Kompass gefunden. Was spielst du eigentlich? Was? Hab ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen. Also mit Controller oder mit Tastatur? Ich spiel's mit Gamepad.
Ja, ich hab mir auch. Hm? Und das habe ich auch noch herausgefunden, da hat ihn noch ein bisschen aufgebombt hab. Meine Lebensversicherung. Jo, und die kostet noch nicht mal was. Jo. Oh, gib mir. Oh ja. Und ich bin geheilt. Muss ich dir mal vorstellen, wenn man wirklich in der Lebensversicherung so Feen bekommt, die dich heilen, du brauchst dann keine. Für 0 Euro. Und noch besser. Was noch besser ist. Ich habe endlich meinen Schlüssel. Schlüsselschwert. Ich weiß nicht. Immer wenn ich dran denke, wenn ich Schlüssel irgendwie rufe, dann muss ich an den einen Part von Dusselchen denken, von ihrem Masterquest-Let's Play, wo sie gesagt hat, ich will mit den Schlüssel Liebe machen. Ah, warte. Es war im Waldtempel. Dusselchen, warte mal. Ach, genau. Ich habe den Part nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihr Mario geguckt, das war immer lustig. Ach, Panic in the Mushroom Kingdom, oh ja. Hm. Will ich vielleicht auch irgendwann mal... Oh, nein! Was warst du? I don't know! Vorsicht! Oh Gott! Geschafft. Synchron. Okay. Das war jetzt halt sehr aufregend. Und wegen dieser Kleinigkeit bin ich jetzt einen ganzen Part umhergeirrt. Nach dem Motto, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Es gibt schlimmere Tempel, sag ich dir schon mal. Ah, Schildkrötenfelsen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Okay. Du hast ja gesagt, du hast kein Zelda gespielt, also das auch nicht. Das ist jetzt wirklich komplett blind. Das ist komplett blind, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Okay, das wird Ich habe schon Zelda gespielt, aber halt keinen von den, sag ich mal, isometrischen Parts. Also wie jetzt, Spirit Tracks habe ich nie gespielt, okay. Phantom Hourglass nicht, aber... Das war Fail. Phantom Hourglass habe ich nie gespielt. Spirit Tracks habe ich nie gespielt. Und wie gesagt, halt hauptsächlich 3D-Teile. Wind Waker. Tentai-Viecher. Hentai-Viecher, ja. The Dark Rape! Oh no! Ich habe genug Hentais gesehen, um zu wissen, was wie es weitergeht. Und ich bin schon wieder auf 3 Herzen. Was denn los? Ich merk schon, ich darf wieder beim Boss nur safe-staten, weil ich zu doof bin. Der Boss ist cool, sag ich ehrlich gesagt. Der Boss ist richtig cool. Den mochte ich. Ah, ich weiß noch nicht mal, welcher Boss auf mich zukommt. Und jetzt habe ich gerade den Krug verschwendet. Jetzt heißt, ich muss jetzt meinen Pfeil. Ich sag mal so, die Majora's Mask kennen, da ist so eine kleine Anspielung auf den Boss. Besonders im Dämmerwald war das? Genau, im Dämmerwald. War das nicht Uldova? Dieser Tiki? Nein. Diese Kleine eigentlich, die dich immer da runterstoßen. Ah. Was ähnliches ist das. Oh Gott, jetzt haben wir Lex. Oh mein Gott. Mit was nimmst du auf? Mit der X-Tory und ich weiß nicht, woran das liegt. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Help! Oh je. Und dank den Leck habe ich jetzt auch noch Schaden genommen. Dankeschön. Das hat's dumme jetzt gebraucht. Dumme Sau von Leck. So, ist wieder normal. Jetzt weiter. Nein. Da! Ich kann jetzt. Ich darf nochmal zurückrennen. Fail. Gut. Weil das Ding muss rot sein, das weiß ich noch. Weil ich muss jetzt wieder an die tolle Tür mit den verschwundenen, mit den Verschwindelboden da. Genau. Weil da war eine Tür mit einem Schloss dran, die könnte ich jetzt theoretisch öffnen, wenn ich Lust dazu hätte. Aber ich denke, ich habe Lust dazu, weil sonst komme ich nicht weiter. Der liebe Mike hat immer keine Lust. Ja, vor allem auf diese Shenanigans, wenn mir solche Tentakelviecher das Leben zur Hölle machen. Aber mir ein Herz geben, das ist schon mal, dann bin ich nicht mehr böse. Das ist auf jeden Fall gut. Warum redest du in der Sasuke-Stimme? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Nein! Ich darf jetzt wieder safe-staten, oder? Ja, ich darf wieder safe-staten. Du darfst wieder safe-staten, ja. Ich darf wieder safe-staten gehen. Derp. Aber so. wenn du safe state, dann ist doch einfach. Da ist doch einfach der. Ah, nein. Diese Schwierigkeit weg von dem Spiel. Echt? Da ist einfach die Schwierigkeit weg. Wenn ich danach gehe, dann müsste ich schon längst einen Death Counter einbauen.
Naja. Ja, macht. Ey Leute, ich fordere euch dazu auf, macht einen Death Counter. Ach du. Nee, oder? Das wären schon 10 Stück, oder? Minimum. Minimum. Ja? Dinos! Okay. Die sind von Dodongo, die sind auf Time. Die sind ja, genau, die Mini. Dodongos. Was ist das? Richtig. Ich krieg Bomben! Hier sind einige Bomben. Erleuchtung! Drücke bla, um Bomben zu werfen. Wenigstens brauche ich für die Bomben diesmal keine Handschuhe wie in Ocarina of Time. Ach, das fand ich richtig cool gemacht. Also Ocarina of Time. Ich muss es noch spielen, ganz ehrlich. Ich hab's auf der Virtual Console. Oh. Schlüssel. Schlüsselschwert. Oh Mann, wieso denke ich immer Schlüsselschwert? Kingdom Hearts. Ah. Ja. Und jetzt hat. Dungeons Schatz! Das kriege ich! Du hast den Hammer erhalten. Ramme damit hölzerne Pfähle ein und klopf auf andere Gegenstände. Das hört sich in keinem Punkt falsch an. Klopf auch mal. Also mal, das klingt falsch. Das klingt falsch. Link hat einen Hammer. Yay. Jetzt sind wir bei Paper Mario angelangt. Sieht aber irgendwie aus wie so ein Darsteller. Schlagstock. Mann. Bah. Oh mein Gott. Feuerbälle Mike. Auf du. Ja. Oh mein Gott, jetzt ist Stitch wieder da als Gast. Oh, Bruder. Sag, Bruder! Oh geil, ich kann jetzt damit Krüge zerhämmern. Kann ich jetzt damit? Kann man. Ha! Revenge! Oh nein. Attack on Turtles! Die sind auch von Majora's Mask. Attack on Turtles! Rache! Rache ist Blutwurst. Die sagen immer sowas ganz komisch, so. Get rap! Oder sowas. Oh Mann. Zum Thema komisch sprechen, das erinnert mich auch an den einen Boss aus Dingens. Sag mir mal bitte, ja genau, Majora's Mask. Ich fand den Tiki-Krieger total seltsam. Ich hab immer G kaputt. Ich hab immer G kaputt verstanden. G kaputt! Genau. Ja, den fand ich lustig. Also den konnte man auch ganz nicht besiegen. Man konnte auch einen kleinen Bug ausnutzen. Und zwar musst du einfach die Sprungart einsetzen, während der betäubt wurde. Ich hab mir jetzt in die Wand geglitscht. Was? Ich hab mir jetzt fast in die Wand geglitscht. Ja, das Spiel ist nicht bugfrei, sag ich. Und mir. Es laggt wieder. Fuckers! So. Lag nicht! Euer Link bumst die Wand. Ja! Ja. Ja, der macht dann sie so. Ach, ihr habt doch, der schreit dann rum. Genau, und ich finde es noch immer merkwürdig, dass Link in dem Teil. Lilala! Was? Was hast du? Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich das Ding rammen und ich bin gestorben. Ich finde es aber noch immer komisch, dass Link da wirklich so rosa Haare hat. Ja, das ist sehr fragwürdig. Ja. Verstörend. Ich meine, ich habe noch viel Verstörendes gesehen. Ich meine, ich habe Link als rosa Kaninchen gesehen. Ein rosa Furry also auch noch. Nichts gegen Furries, aber ich finde halt die Tatsache, dass Link ein rosa Kaninchen ist, sehr verstörend. Oh. Vor allem mein Weltbild für Legend of Zelda. Ich meine, als Wolf... Das ist cool, aber ein rosa Kaninchen, seriously. Ja, das, wie gesagt, was man in den vorherigen Parts erfahren hat, es stellt ja sozusagen die Persönlichkeit desjenigen dar. Okay, und Link das ist in der Hinsicht schnell und ist eigentlich auch, wie nennt man das, Hasen sind schnell und auch, wendig. Warte mal. Irgendeine gute Persönlichkeit noch. Mutig, sagt man ja auch. Deswegen. Link hat das Triforce des Mutes. Ne? Ah ja, weil ich fand's nur lustig in Bezug auf Apfelsaft, weil Apfelsaft ja gesagt hat, Link sei ein Hasenfuß, in Wahrheit. Ich hab's mitbekommen, das war eine coole Part. Oh Mann. Von daher... Oh, Bruder, jetzt geht das schon wieder los. Bruder, musst du bist das zerstören? Arr. Oh ja, ich greif dich von hinten an mit meinem Schwert. Dildo of Doom. Facebook!
So spiele ich Zelda. Nom nom. Zuckermäuse. Ah, Zuckermäuschen kommt her. Oh, nee. Oh Gott. Ah ja, okay.